Hey Leute, willkommen zurück zu Rack and Slay. Wir erhöhen jetzt auf Stufe 18 und kriegen more Enemies. Da werden Bomben natürlich auch immer interessanter. Gut, dann starten wir mal. Und letztes Mal, da habe ich nichts zu gesagt. Die Zahlen waren ein bisschen durcheinander. Teilweise das eine Mal irgendwie 18 Damage und so. Das soll aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Bug sein. Es gab jetzt auch schon wieder ein Patch und das sollte auch schon gefixt sein. Wir gucken einfach mal. Und ist es jetzt auch noch ein neuer Spielmodus in der Planung? Was das genau werden wird, weiß ich nicht. Sehen wir dann. Aber auf jeden Fall gucken wir erstmal, wie das hier so weitergeht. So, Paid Leave. Remove all coins and gems from all current levels, but also a random enemy. Okay. Das heißt, das zählt dann jetzt für den nächsten Raum schon, aber nur für den. Damit kann ich jetzt erstmal leben, das hier zu Anfang zu bekommen. Ansonsten, ich bräuchte jetzt hier am Anfang erstmal so Sachen, entweder Heilung oder irgendwas, was mir dabei hilft, Kugeln zusätzlich zu versenken. Deswegen werde ich das hier direkt schon benutzen. Ich könnte es mal wieder hiermit probieren. Ich probiere das. Ich probiere es, auch wenn ich glaube, dass das keine gute Idee ist. Aber hey, es kann halt funktionieren. Ich wäre schon gerne da oben geblieben, aber ja, müssen wir jetzt so machen. Und okay, das ist natürlich auch schon gerade wieder eine extrem tolle Position. Wobei, das sollte auch gehen. Na komm schon, noch ein Stück und du bleibst da liegen. Oh, ich sehe schon, komm, ich bin gleich schon geliefert. So, jetzt passt das von den Zahlen erstmal wieder. Immerhin das. So, da hätten wir Heilung. Okay, das hat jetzt doch nicht, war jetzt doch nicht auf den Raum bezogen. Da kommen wir, oh Gott, das ist ja unangenehm. Das ist ja mal richtig. Wobei, wir könnten es so probieren. Aber ich befürchte, es hat nicht funktioniert. Oh Gott, ja. Yay. Machen wir mal damit weiter. Das sieht schon, ne? Ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber das sieht echt nicht gut aus. Das sieht momentan nicht gut aus. Und das wird vermutlich auch nicht funktionieren, weil es nicht reicht. Es reicht ganz knapp nicht. Und dann sind wir wieder hier. Dann haben wir jetzt das noch. Und ich liege wieder direkt am Teleporter, was halt auch... Wobei, wir könnten das so machen. Dran vorbei. Ja, genau. Mach gut. Immerhin das. Oh Gott, das ist halt jetzt echt eine schwierige Geschichte. Wenn ich dich halt erledige, spawnt ein neuer. Das ist jetzt nicht so cool. Ich würde eher sagen, wir probieren das so. Dann kriegen wir nochmal Heilung. Und das ist jetzt alles ein bisschen sehr risky. Also ich könnte es versuchen. Aber ich weiß halt nicht, ob ich nicht vielleicht da dann... Den Gem hätte ich halt auch irgendwie noch gerne, aber ich glaube, ja, es passt aber auch nicht ganz. Den kriege ich so nicht. Okay. Ich könnte das jetzt so machen. Wow. Okay. Das war schon ein schwieriger Start. Ich brauche halt... Trapper wäre schon ganz nett, aber ich brauche jetzt echt Heilung. Ich bräuchte vielleicht nochmal irgendwie... schwierig. Und jetzt habe ich gar kein Gold mehr. Okay. Läuft.
Ich würde wenn das nehmen, verdammt. Ich habe kurz überlegt, okay, nehme ich einmal Heilung. Aber es ist halt zu wenig Leben. Selbst wenn ich Heilung genommen hätte, es hätte einfach nicht gereicht. Und ich habe jetzt auch keine Möglichkeit. Mich irgendwie hier noch zu heilen, weil keine Heil-Items. Mit Spikes kann ich mich jetzt hier auch nicht heilen. Und ja. Okay, gut. Dann starten wir das nochmal. Schwierig. Schwierig. Ich starte jetzt mal. Dann brauche ich mich auch nicht großartig um Shot Power kümmern, sondern wir starten mit Training. Telekinesis haben wir. Das ist eigentlich ganz cool. Ich nehme auf jeden Fall. Ja, wir nehmen auf jeden Fall erstmal Training. Und jetzt haben wir hier direkt schon zwei Heil-Items. Zugegeben, das lief jetzt nicht so gut. Was teilweise auch an mir lag, aber irgendwie so von den ganzen Items war das jetzt auch alles nicht so toll. Okay. Aber Sterben gehört dazu. War jetzt nicht so ideal. Okay. Machen wir das so. Und da oben haben wir einen Schlüssel. Wir haben jetzt noch vier. Wir haben da zwei Heil-Items. Ich würde auf jeden Fall. Erstmal musst du weg. Und das ist jetzt auch noch relativ einfach. Wenn ich nicht dagegen ditchen würde. So viel dazu. Okay. Probieren wir das mal. Das müsste doch auch so funktionieren. Wenn ich dem einen mitgebe. Heute habe ich es aber. Heute habe ich es aber echt. Wow. Ich gehe gleich schon wieder drauf. Ich sehe das schon. So, wir probieren das mal so. Und das hat gereicht. Immerhin. Das geht jetzt runter. Dann geben wir dir einen mit und bleiben da liegen. Was jetzt nicht ideal ist, aber es wäre noch blöder, wenn wir da liegen bleiben würden. Ja, das ist alles nicht so cool. Ich mache das jetzt einfach mal so. Uiuiui, das ist halt hier auch Tanz auf Messerschneide. Ich will den Schlüssel. Ich muss aber gucken, dass ich da auch irgendwie dran vorbeikomme. So. Okay, gleich wieder dasselbe Problem. Ich brauche Heilung. Ich mache das jetzt aber anders. Wir gucken einfach mal hier mit den beiden Free Rerolls, ob wir Veterans Spelunker wäre halt auch ganz cool. Aber ich brauche halt schon Herbalist. Nehmen wir Herbalist und so viel Heilung wie geht. Und dann haben wir nochmal Telekinesis. Was ich mich gerade frage, das sind dann ja nicht 40%, ne? Das sind dann zweimal 20% Chance, dass das passiert. So kriegen wir da zusätzlich Bewegung rein. Ich glaube, das klingt erstmal nicht so verkehrt. So. Das hat gepasst. Alles klar. So, dann. Das wäre natürlich direkt auch nicht so verkehrt, weil dann kriegen wir den Gem und du wirst aufgespießt. Wunderbar. Auf der Seite sieht es ein bisschen blöd aus. Wir könnten das halt mal so probieren. Ja, das hat nicht ganz gepasst. Nicht so richtig. So, nochmal. Das jetzt aber wieder. Okay, Spikes. Das wird jetzt auch sehr interessant, beziehungsweise passt das? Nicht ganz.
So, aber damit können wir arbeiten. Ich nehme jetzt hier die Heilung noch mit. Ich kassiere halt am Anfang zu viel Schaden. So, das wird jetzt direkt kosten. Also ich nehme jetzt Training, haben wir schon. Ich guck mal. Also wir könnten uns zwei Heilungen kaufen. Wir können auch einmal einen Reroll nehmen und wir gucken mal. Black Hole. Ja, nehmen wir und zweimal Heilung. Dann haben wir noch 4 von 5. So. Sodele. Die Teleporter sind da halt auch ziemlich blöd. Und die Kugeln liegen da jetzt auch nicht so gut. Ja, okay, dann fangen wir hiermit an. Das war ganz cool. Das war noch okay. Der wird halt ein Problem, glaube ich, weil dafür haben wir nicht genug Shotpower. Der liegt einfach zu weit weg und gerade jetzt, also müsste ich schon direkt draufprallen, damit ich den da ins Loch kriegen würde. Und das sieht jetzt nicht so wirklich danach aus, als ob das was wäre. Und auch das, wenn ich das so probiere, das wird wahrscheinlich von der Stärke auch nicht reichen. Ich würde dann eher probieren... Ich würde es eher so probieren. Und hat gepasst. Okay. Das war jetzt auch gar nicht mal so verkehrt, weil dann können wir direkt den einlochen. Hierfür wäre halt eine Bombe echt cool. Haben wir leider nicht. Da ist zwar eine Bombe, aber das ist trotzdem alles ein bisschen blöd. So, da geht's zurück. Die liegen da halt alle ziemlich schwierig. Jetzt ist halt die Frage, was... Das wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Das ist auch super doof. Also ich würde das dann eher mal so probieren und... Wow. Das war haarscharf. Das war echt haarscharf so. Das hat auch funktioniert. Alles klar. Wir haben noch 3. Wir würden 4 Damage kriegen. Da haben wir noch eine Heilung. Ich könnte mir jetzt auch einfach die Heilung schnappen und sagen, hey, ist mir doch egal. Oder ich probiere das halt mal. Ist halt echt die Frage, wo... Es wird halt auch nicht passen von der Stärke, weil der Winkel so doof ist. Wir könnten das mal so probieren, aber das, ja, das reicht auch nicht. Das reicht einfach nicht. Das war jetzt auch sehr, sehr toll. So, Heilung nehmen wir. Dann haben wir wieder 4, aber sind so gut wie tot. Wow, ist das unangenehm. Wir haben 3. Das heißt, ich könnte jetzt einmal noch machen. Nochmal Telekinesis. Ja gut, ich kaufe mir jetzt hier wieder Heilung, weil ich befürchte, ich kriege hier wieder keine Heilung, wenn ich hier Rerolls benutze. Dann machen wir das so. Gut, Toxi ist erstmal vollkommen egal. Wir haben auf jeden Fall, ja, wir haben halt schon Heilung hier, ne? Zweimal Toxi ist halt ein bisschen schwierig. Robbie, wir haben halt nicht so viel Gold, deswegen wird halt... Würde ich davon auch eher Abstand nehmen. Du solltest eigentlich da reingehen. Das war der Plan. Da komm schon, bleib liegen. Er wurde aber auch einer gezogen. Immerhin das, so. Also, das sind 2. Das sind 2. Das wären dann 4. Und wir haben hier noch Heilung. Also, das sieht eigentlich... Okay aus. Mit ein bisschen Glück kriege ich hiervon einen noch versenkt.
Aber die Position ist ein bisschen schwierig. Das ist echt ein bisschen schwierig. Also ich würde halt schon... Ich komme halt jetzt auch nicht an die Heilung dran. So gar nicht. Dann machen wir das so. Ich könnte halt probieren... Ja, genau so. Wenn ich die natürlich so erledigen kann. Noch ein. Ja, das sieht gut aus. Das sieht jetzt echt mal gut aus. Aber wieder eine ziemlich blöde Position, beziehungsweise ich hätte auf jeden Fall... die Heilung. An den komme ich, glaube ich, auch nicht mehr dran. Wobei, das wird so auch nie was. Das Pad ist da halt auch falsch. An den Gem komme ich so auch nicht dran. Wir haben jetzt noch zwei Schüsse. Das heißt, wir könnten... Was könnten wir denn? Den will ich auf keinen Fall treffen. Wir sind voll. Das heißt, die Heilung brauche ich jetzt auch nicht. Da fällt mir gerade ein, wo ich die Kiste hier sehe. Ich glaube, das wurde jetzt auch geändert, dass garantiert Münzen spawnen, wenn man die Kiste hochjagt, glaube ich. Man kann die zur Explosion bringen. Das ist alles sehr... Ich würde das gerne nochmal so probieren. Und dann bleiben wir da hoffentlich liegen, genau. 2 Damage, was soll's. Kriegen wir ein bisschen mehr Gold. Und... Das ist auch alles nicht unbedingt so toll. Es kann doch nicht so schwierig sein. Phantom Spikes, mehr Bomben. Ich nehme... Ja, Demolisher nehme ich. Und wir nehmen... Einmal Heilung, weil das reicht dann auch. Weil da liegen gleich sowieso wieder Heil-Items. Was haben wir denn jetzt hier noch? Paid Leaf. Das war das, was wir letztes Mal am Anfang hatten. Golden Armor. Dann nehme ich noch Guard Balls mit. Alles, was hier irgendwie für zusätzliche Bewegung sorgt. Das ist auch... Wobei, das geht eigentlich. Genau, dann können wir das am besten so machen. Das habe ich jetzt einfach in Kauf genommen mit der Heilung. Das ist halt auch gerade wieder... schwierig. Ich mach das jetzt, komm, auch wenn es Gold kostet, aber da liegt auch noch ein Gem, von daher sollte das eigentlich ganz okay sein. So. Dann würde ich sagen, wir probieren das einfach mal. Passt das so? Ohne Ricochet ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil das hat noch gepasst. Okay. So, dann. Ja, komm, ich mach das auf jeden Fall so. Wenn ich dich halt versenke, dann spawnt halt wieder neuer. Das ist, deswegen sollte ich eigentlich eher die hier unten nehmen. Aber an die komme ich jetzt auch nicht so dran. So wie ich das gerne hätte. Die liegen da halt auch extrem. Ich nehme ihn jetzt hier. Weil da dachte ich mir, hey, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich die auch noch versenkt bekomme. Aber das ist halt jetzt auch schon wieder an der Stelle... schwierig. Wow, das gibt direkt wieder 4 Damage.
weil das wird halt, ja, das bringt halt nichts. Ja, das hier ist halt okay. Ich nehme Bomber und ich kaufe Heilung. Weil gerade je mehr Kugeln das werden, desto wahrscheinlicher wird das dann auch mit Bomben irgendwie eine Kugel noch zusätzlich in ein Loch befördert zu kommen. Oder in eine Falle oder in einen Spike. Dann machen wir das so. Alles klar, jetzt ist natürlich dann die Frage, was wäre jetzt hier am Anfang am besten? Wie sich am besten positionieren? Ich würde es vielleicht so machen, so stark sollte das jetzt eigentlich nicht werden. Aber jetzt hier mit den Bomben, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Man muss halt aber immer genau gucken, dass das dann auch wirklich passt. So, jetzt ist die Frage, passt das? Ja, das ist auch super. Also es läuft gerade richtig gut. Das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall auch mal gucken, dass ich die Heil-Items mitnehme. Der Gem liegt da halt auch noch, aber ich würde trotzdem sagen, wir gucken erstmal, dass wir das so machen. Und mit ein bisschen Glück können wir jetzt direkt... Ja, das ist nicht so ideal, aber wir gucken mal. Das ist echt nicht ideal, verdammt. Es war ein bisschen schwierig, so. Komme ich dran vorbei? Kriege ich denn zumindest da den Gem? Und gehe nicht in die Falle. Ach, verdammt. Die Heilung liegt da auch sehr, sehr toll. So, du liegst da auch sehr toll. Ich nehme jetzt hier direkt einen Gem noch mit, weil Gem gleich Heilung. Und wir hätten da noch ein paar Münzen. Ich könnte halt gucken, ob wir ganz vorsichtig das noch mitnehmen. Das war auf jeden Fall ein sehr guter Start. So, jetzt haben wir plus 18% Shot Power. Das reicht. Power Cube würde ich deswegen nicht mitnehmen. Dann doch lieber erst noch mal schauen hier, was es denn da noch so gibt. Spike Swallower. Ja, wäre okay. Nochmal Training. Das hier ist halt schon sehr speziell mit Redirector und Teleporter benutzen, was jetzt nicht so oft vorkommt. Kriegt man halt auch 2 Gold für. Wäre vielleicht auch ganz gut, wenn man keine Heilung bekommt, das dann zu nehmen und sich dann halt die Herzen so zu finanzieren. Aber ich hätte irgendwie Scarecrow nehmen wir. Und wir nehmen einmal Heilung. Weil die 8 Gold hebe ich mir jetzt noch auf, damit wir vielleicht da noch einen Shot bekommen. Weil wir ja hier auch immer so Heil-Items haben. Gut, du musst als erstes dran glauben, würde ich sagen, beziehungsweise... Ja, ich glaube doch, wir machen das so. Mal gucken, wo die Bomben jetzt landen. Ah, das wäre hier echt gut gewesen, verdammt. Er hier muss auf jeden Fall weg. Mit dem Redirector ist das halt schon wieder ein bisschen schwierig. So geht's halt auch, wenn wir denn da liegen bleiben. So. Da komme ich jetzt überall nicht dran. Dann machen wir das so. Wir haben noch 6 Schüsse. Wir würden jetzt noch 9 Damage kriegen. Das heißt, damit sollten wir doch arbeiten können. Die Frage ist halt, ob das klappt mit beiden. Nein, klappt nicht. Okay. Er hier hat halt auch eigentlich Priorität, aber das ist halt auch ziemlich schwierig, jetzt an den dran zu kommen. Deswegen machen wir das erstmal anders.
Das sieht jetzt schon wieder ein bisschen schwierig aus. Okay, das sieht hingegen noch machbar aus. Ich müsste jetzt nur mal gucken. Dann kriegen wir noch 4 Damage. Da haben wir noch einen Schlüssel. Ganz ehrlich, da nehme ich lieber den Schlüssel. Das war auch noch okay. Jetzt haben wir schon wieder Bomber. Aber zweimal Bomber nehmen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Healthy Collector ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich nehmen würde. Wir gucken mal. Wild Ball. Auch eher nicht so. Bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Spiky Tagged, ja, okay. Okay. Also so ein bisschen in Kombination damit so Sachen mit Scarecrow oder halt auch mit Bomben, dass man halt die Chance erhöht, dass die halt auch auf irgendwas treffen, was sie letztendlich zerstört. Das ist letztendlich der Gedanke dahinter. Und wir kaufen ein Herz, dann haben wir 4 von 5, weil ich guter Dinge bin, dass wir uns dann wieder heilen können. Phantom Spikes. Explosions destroy obstacles. Ja, das finde ich halt auch relativ, weiß ich nicht. Das muss halt schon richtig gut passen mit diesen Phantom Spikes, die dann durch ein Level fliegen. Wenn da natürlich eine Kugel liegt oder 2 Kugeln zusätzlich, ist es super, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist halt jetzt nicht so hoch. Dann machen wir das so. Dann können wir Obstacles zerstören mit Explosionen. Mal gucken. Wir haben ja am Anfang so 4 Bomben. Das ist jetzt auch wieder die Frage, wie wir das denn am besten machen. Ich würde das erstmal so machen. Weil da liegen ein paar Kugeln. War jetzt nicht so ideal, aber okay. Das sieht auf jeden Fall schon wieder ganz entspannt aus. Das ist relativ blöd. Dann machen wir das lieber so. Das sieht ja richtig gut aus. Alles klar, dann nehmen wir mal die Heilung mit und hoffen wir mal, dass das nicht zu stark ist. Jetzt bin ich wieder komplett entspannt. Obstacle könnte man da noch zerstören, aber ja, das ist halt auch immer ein bisschen so die Sache. Probieren wir das mal so. Und es reicht. Es reicht. Volatile Exitus. Das wäre halt. Kriegen wir noch einen Reroll? Und ich kaufe jetzt einfach mal einen Shot, weil jetzt haben wir volles Leben und genug Gold. Dann machen wir das so. Der ist natürlich super, wenn ich hier so liegen bleiben könnte und er schießt sich dann in meine Richtung. So zum Beispiel. Und die liegen hier auch ganz okay. Ja, genau. Naja, ist halt auch ein Tausch, ne? Wenn man dann weiß, wenn da so viele Bomben rumfliegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass man selbst irgendwie kaputt gemacht wird, Leben verliert, wie auch immer. Aber man kann damit halt auch direkt schon eine Menge Kugeln rausnehmen. Von daher ist das vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Tausch dann für einen Lebenspunkt. Ob das jetzt so passt, ist halt auch wieder die Frage. Dann würde ich doch eher das lieber so machen. Irgendwie so. Das war auch super. Jetzt wieder. Ich lande immer zu nah an diesen verdammten Teleportern. Einfach so ein bisschen. Das war mir eigentlich fast schon zu viel. Da haben wir eine Bombe. Das heißt, wir können das mal so machen.
Dann liegen wir da auch nicht so verkehrt. Dann können wir die nämlich noch erledigen. Das hat auch super funktioniert. Was ist denn da auf einmal los? Wow, okay. Ich nehme jetzt nochmal, ich nehme Scarecrow, glaube ich. Und dann nehmen wir noch einen Shot. Und dann gucken wir mal. So, das ist natürlich alles sehr... ist halt die Frage, was mache ich hier weg? Was will ich hier wegmachen? Vor allen Dingen, wo will ich am Anfang hin? Ich glaube, ich probiere das mal hier so. Da liegen wir ein bisschen blöd. Ja, das war, war jetzt nicht ganz so gut. Nicht so richtig. Ich würde gerne dich hier wegkriegen und er nimmt die Heilung mit. Schade, ich hatte gehofft, ich komme dran vorbei. War jetzt leider nicht der Fall. Das sollte jetzt auch nicht so laufen. Ja, fast. Fast. Oh, das sieht doch schon wieder... Das sieht doch schon wieder richtig gut aus. Meine Güte. Ich sag ja, alles, was zusätzlich Kugeln in Bewegung versetzt, ist generell eine super Sache. Und da sollte man als erstes gucken, dass man sowas bekommt. Oder halt Heilung so ein bisschen. Aber generell so Sachen hier mit Telekinesis, und dann natürlich auch mehrwärts mit Black Hole ist natürlich auch okay, auf jeden Fall. Oder hier Bomben und Scarecrow, diese ganzen Sachen. Dann noch ein paar Spikes dazu oder vielleicht auch Traps und Explosionen, die dann auch Kugeln noch zusätzlich bewegen. Alles, was in diese Richtung geht. Und irgendwie schauen, dass man Hindernisse zerstören kann oder dass es generell weniger Hindernisse sind. Irgendwie so. Was haben wir denn hier? Cleansing Bomb. Once per level, heal two when you are hit by an explosion. Das wäre auf jeden Fall auch okay als Heilung. Würde ich halt auch nehmen. Woodworms, make one random obstacle brittle. Now and at the start of each level. Ist auch okay. Alles hier, um irgendwie Hindernisse zu zerstören. Ich befürchte nämlich, dass da vielleicht auf Level 19 oder 20 noch mehr Hindernisse hinzukommen. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.